Ich denke mal, viele von euch werden mir zustimmen, wenn ich sage, die erste Liebe vergisst man nie. Und bei mir ist es einfach der IS-7. War mein erster Zehner und ich schaue ihn mir immer wieder gern an, weil es einfach ein sehr besonderer Zehner ist. Es ist so eine Mischung aus mittlerer und schwerer Panzer. Man hat eine gute Mobilität, man kann ordentlich was austeilen, hat eine gute Kanone mit 490 Schaden und 250 Durchschlag. Ansonsten 303 mit Premium. Also, das Ding kann was. Verflixt und zugenäht hat das Ganze hier eingeschickt. Vielen Dank und wir sehen natürlich, klar, im Zehner, wie soll es anders sein, Top-Tier. Aber viel wichtiger und spannender ist, wie viele Neuner und wie viele Achter sind am Start. Und es sind nur 4 Zehner, es sind nur 3 Neuner und ansonsten alles andere sind Achterpanzer. Und das ist natürlich wirklich ein schönes Matchmaking. Also da kann man doch das eine oder andere auf jeden Fall am Ende des Tages mit dem Panzer anstellen. Und er will jetzt hier erstmal den Hügel stürmen und da dann das abfrühstücken, was sich da oben vor seine Flinte bewegt. Und auch das dauert halt mit dem Panzer nicht wirklich lang. Man ist hier schnell oben. Ah, STRV, schöner Treffer. Direkt mal mit 558 einen ordentlichen Roll hingelegt. So, und jetzt hat er da natürlich Gegner, die schon ein bisschen happiger sind. Ein Emil, ein T10 und auch ein gegnerischer IS-7. Also da ist jetzt doch das eine oder andere dabei, das erstmal so passen muss. Aber auch den T10 schön mit 506 durchschlagen. So, vielleicht gleich nochmal. Ah, jetzt hat der IS-7 sich da noch vorne gestellt. Auf den braucht er jetzt noch nicht schießen. Er muss aber aufpassen, dass hier die Arti nicht sieht, dass er sich gefühlt ein wenig zu wenig bewegt. Aber bis dato ist hier die Arti zumindest hier auf die Position, wo er steht, mit dem E100 und hier dem IS-7 noch sehr passiv. Und ansonsten macht er jetzt hier aber einen guten Job. Der IS-7 haut hier ab. Das gibt ihm natürlich hier die Möglichkeit, da ein bisschen weiter zu drücken. Auch der T10 bekommt hier die nächste Schelle. Also das ist gerade sein Lieblingsopfer. Und nochmal, ja, der mit dem T10 läuft es wirklich gut. Also die drei hier oben, der Patriot, der EN100 und er selbst, die haben hier zumindest mal den Hügel effektiv gesäubert. Und jetzt kommt der Gegner hier rum, aber die haben die anderen hier so nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Dementsprechend hat gerade der Conway da mal eine richtig, richtig dicke Granate in die Schnauze bekommen. Und jetzt den IS-7 könnte er mit dem nächsten Schuss rausnehmen. Und der ist wichtig gewesen, dass er hier den Zehner wirklich zerstört. Schöner Kill.
Und jetzt noch der Skorpion. Oh, super im Fahren. Der Russe, da kann er halt definitiv punkten. Auch wenn er nicht die dickste Panzerung im Spiel hat. Aber er ist einfach so ein toller Allrounder. Und auch hier der T-30 schafft es, ihn nicht zu beschädigen. Und jetzt ist der Hügel so gut wie clear. Also jetzt ist da kaum mehr was. Arti hält zwar jetzt wirklich rein, aber in dem Fall alles halb so wild. Und jetzt kommt der Conway. Der probiert es auch. Der scheitert hier an der Panzerung. So, jetzt will der Patriot hier auf den T-30 drauf fahren. Ja, das war nicht clever, weil mit einem Schuss nimmt er den hier raus. Und kurzen Slack gehabt scheinbar. Muss aber beim Spieler gewesen sein. Hat aber alles ausgereicht, um noch den Schaden auf den T-30 mitzubekommen. Und die Arti finisht den dann. Und jetzt steht es erstmals mit 9:8 hier für sein Team so gut, dass man sagen kann, jetzt sind sie am Drücker. Allein schon, weil sie noch 4 Zehner haben. Der Gegner nur noch 2 und davon ist 1 die Arti. Skorpion, ja, auch hier kalte Schnauze, einfach mal drauf. So, und jetzt auch der Brott versucht es hier, aber scheitert. Immer ein bisschen vorsichtig, weil nach wie vor die Arti natürlich auch spekuliert drauf, dass er hier beschießbar ist. T-54 Light. Der steht da gut. Und auch hier kommt der Schuss perfekt im Ziel an. 5523 Damage derzeit. Oh, und da ist der 10er TD. Der ist wichtig, den noch wegzumachen. Könnte mit einem Schuss funktionieren, ist aber nicht ganz sicher. Und der reicht. Da reicht, da nimmt auch den raus. Und jetzt wird es aber langsam wirklich sehr, sehr eindeutig. Und es schaut wirklich super aus. Also da muss es jetzt hier schon mit dem Teufel zugehen. Jetzt macht er auch noch die Arti auf. Ja, und der RN-100 nimmt da die Arti raus. Und jetzt auch der Prototyp wird hier zerstört. Und jetzt ist einzig und allein da hinten noch der Patriot am Start. Einzelphase dauert natürlich ein bisschen und der geht leider in die Walachei. Kein Damage, den er hier anbringen kann. Aber dafür gibt es noch einen Abpraller. Also Krieger ist selbstverständlich keiner mehr drin. Das ist klar. Aber den 5. Kill, den könnte man sich ja noch gut schmecken lassen. Und wir sehen halt hier die Geschwindigkeit. Das ist halt das, was den schweren Panzer hier so ausmacht. Diese Mobilität. Einfach ein super Gerät. So, und jetzt versteckt sich hier der Patriot hinter dem Wrack. Jetzt guckt er nochmal raus. Und auch hier aus der Fahrt heraus, wie so oft in dieser Runde gesehen, nimmt er auch den raus. Super schöne Runde mit einem wirklich nach wie vor sehr, sehr guten Panzer. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.